Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Gemüsegarten, so wie ihr ihn hinter mir seht, ist natürlich was richtig Feines. Aber man muss sich auch gegen Schädlinge wehren können oder man braucht Dünger. Und da wir hier keine Chemiekeule verwenden wollen, gerade weil wir hier hinter uns auch die Bienen haben, haben wir eine Brennnesseljauche. Und die setzen wir heute an. Und wie das geht, zeige ich euch. Ja, mein Sohn und ich, wir waren gerade schon Brennnesseln sammeln. Das ist jetzt ein kleiner Haufen, für diesen kleinen Bottich reicht das. Ich habe noch einen Bottich, falls es zu viel ist. Aber wir wollen jetzt hier die Jauche ansetzen. Und ich könnte natürlich die Brennnesseln klein machen, jetzt in den Bottich tun und muss sie dann wieder filtern. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das ein bisschen anders. Und zwar habe ich hier ein stinknormales Wäschenetz. Hier werden wir die Brennnesseln reinschneiden, werden ein kleines Band dran machen und können das wie so einen Teebeutel da rein tun. Dann wird das mit Wasser gefüllt. Und dann können wir nach 4 bis 6 Wochen den Teebeutel rausnehmen und haben unsere reine Jauche da drin. Wir haben hier unser Wäschenetz. Hier vorne an der kleinen Öffnung mache ich mir noch einen kleinen Schnitt rein. So, dass wir hier ein kleines Loch haben. Dann nehme ich mein Bändchen. Versucht das hier ein bisschen durchzufriemeln. Einen kleinen Knoten rein. Und fertig ist unser Teebeutel. Bei der Arbeit Brennnesseln immer schön Handschuhe an, denn die brennen wie Sau. So, jetzt machen wir hier unseren Wäschesack oder unseren Teebeutel auf. Nehmen uns eine kleine Schere und fangen an zu schnibbeln. Wenn unser Teebeutel voll ist, dann müssen wir ihn in unserem Verhältnis packen. Den stopfen wir jetzt da irgendwie rein. Natürlich haben wir ordentlich, die Zwiebeln da schon, ordentlich Brennnesseln hier drin. Also ihr solltet auch richtig schön voll machen, euren Teebeutel hier, weil halt Wäschesieb. Dann rein nach. So. Jetzt haben wir hier unser Band und können immer wieder mal Teebeutel. So, Wasser drauf, Handschuhe können wir jetzt ausziehen. Bottich ist voll, Deckel drauf, das stellen wir jetzt erstmal für 4 bis 6 Wochen weg und dann haben wir unsere eigene Jauche. Dieser Bottich reicht für mich für mein ganzes Garten, ja, denn man nimmt es nicht so konzentriert, wie es später fertig ist. Wir machen ungefähr 1 Liter auf eine ganze Gießkanne maximal und können damit dann sprühen. Wir sprühen unsere Blüten oder Blätter ein, die Blattlausbefall haben, oder wir benutzen das als Dünger. Als Dünger machen wir es halt so, dass wir auf einer ganzen Gießkanne maximal 1 Liter oder 1/2 Liter nehmen. Das heißt, dieser Bottich würde schon für mein ganzes Garten erreichen. Ich habe noch ein paar Brennnesseln über und die werde ich jetzt in den nächsten Bottich machen. Dann haben wir halt ein bisschen mehr. Wenn euch dieses kleine Infovideo gefallen hat und ihr meinen Teebeutel mögt, lasst doch mal einen Daumen oben da. Oder falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch ein paar andere Videos an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reingehauen.